Ich hatte heute mein Aufstiegsmatch von GC2 auf GC3. Schaut es unbedingt bis zum Ende. Es war unglaublich spannend. Am Anfang des Spiels habe ich den Ball an der Seite gedribbelt. Der Gegner hat den Ball aber in die Mitte gepasst und mein Mate zieht das und macht das 1:0. Beim 2:0 hat der Gegner einen Fehler gemacht, spielt mir den Ball hin und ich schieße den Ball hier easy peasy ins leere Tor. Danach hatte ich an der Seite Platz, nimm den Ball hier erstmal an, lege ihn mir einmal vor, dribbel über den ersten drüber und dann nochmal mit dem Double Jump in den zweiten. Let's go. Beim 3:1 ist mir der Ball versprungen. Der Gegner challenged und der Ball geht leider ins leere Tor. 4:1 habe ich hier auch ein Solo-Play gestartet über den ersten drüber, dann über den zweiten. Und jetzt gönnt euch mal hier, dieser Boost-Pad war so wichtig und ich schieße den Ball ins lange Eck. Let's go. Dann haben wir leider einen Kickoff verloren und der Gegner schiebt den Ball hier ins leere Tor. Beim 4:3 hat der Gegner den Ball hier oben an die Wall gespielt. Ich probiere noch ranzukommen, aber komme leider nicht hin. Dann war es kurz vor Ende. Ich will hier den Ball in die Mitte dribbeln, aber ich sehe den Gegner nicht und er macht das Tor 4:4. Es geht in die Overtime. In der Overtime haben die Gegner wirklich viele Chancen gehabt. Die haben gut verteilt. Hier mein Mate mit dem Solo-Play und macht das 5:4. Let's go. GG's an die Gegner.